Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 89 von Arborium und auf dem Weg zu einer weiteren Militärstation, um dort zu schauen, ob es Piraten gibt. Wenn die da welche haben, dann wollen wir mal gucken, dass wir da vielleicht keine Aufträge. Gut, dann klappt das nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir nach dem Intro weiter, wo die nächste Station ist, um dann vielleicht irgendeinen Piraten zu bekommen, damit hier unsere Reputation, heißt es glaube, verbessert wird, ne? Die Beziehung zu einer Fraktion. So, sind einen Sektor weitergesprungen und müssen jetzt hier die Militärstation aufrufen. Wo ist das sozusagen? Ich sehe noch keins. Da unten ist auf jeden Fall ein Ausrüstungsdock. Keine Ahnung. Da. Ach so, hier unten ist er. Deswegen habe ich sie nicht gesehen. Schauen wir mal gerade. Da ist ein Ausrüstungszeichen. Ressourcenknappheit, 76 Körperpanzerung. Okay, die haben wir jetzt nicht gerade mit. Und dann gehen wir aber hier noch gerade reingucken. Was gibt's hier Schönes? Ausrüstung handeln. Schildverstärker. Wie viel Zeit immer? 17. Okay, können wir in Ruhe durchgucken. Verbessertes Handelssystem. Ja, fliegen wir mal gerade hin und holen das da auf jeden Fall raus. Damit wir das dann alles updaten können noch, wenn es soweit ist. Ah, keine Piloten inbegriffen, alles klar. Aber wir werden jetzt auch keine Raumjäger kaufen. So. Ja, alle ist der Strom. Habe ich sie nicht ausgewählt? Ne, habe ich sie gar nicht ausgewählt. Okay, wo ist das nächste? Ah, wahrscheinlich egal, aber hier unten. Nehme ich es einfach. Ja, hat gut geklappt. Traktorstrahl hat nicht so funktioniert, wie ich das wieder gewünscht habe. Gut, gucken wir nochmal rein. Ausrüstung handeln. Was ist das hier für ein Geschütz? Gewaffnete Geschütze. Das ist eigentlich kein schlechtes Ding, ne? Nehmen wir mit. Da gibt es auch zwei, nehmen wir auch zwei mit. Geschützkontrollsystem, bewaffnete Geschütze. Bewaffnete, unbewaffnete Slots. Okay, das ist ja auch kein schlechter Slot, ne? Nehmen wir auch noch mit. Den weiß ich jetzt nicht, weil unbewaffnet, bewaffnet. Obwohl, wenn wir mal upgraden wollen, dann macht das vielleicht Sinn. Handelssystem. Wir haben auch noch ein Standardhandelssystem, und das haben wir ja schon mehrere, glaube ich, von, ne? Chain Gun, nö. Das sind jetzt hier nicht so die Bringer, glaube ich. So ein R, gibt kein R. Gut, dann sind wir hier schon wieder durch. Gucken wir auf die Karte. Nächste Station. Hier gibt es einen Ausrüstungsdock, aber keine Militärstation. Dann gibt man hier gerade Militär ein. Okay, da waren wir, da waren wir. Da kommen wir nicht direkt hin. Hier würden wir hinkommen. Waren wir da schon, aber das ist eine andere Fraktion, bringt uns also nicht weiter. Dann springen wir mal hier hin. Raumjägerfabrik, okay. Schrottplatz. Was ist denn da drüber? Ein Biotop noch, okay. Drehen wir uns da hin und springen darüber. Und schauen wir zu, dass wir zu einer Militärstation kommen, die da noch war. Und wollen wir hoffen, dass wir irgendwo mal einen Auftrag mit Piraten kriegen, ne? Ich kleine, das wäre nur bei Piraten gewesen, bei Militärstation gewesen mit dem Piraten, bin mir aber nicht sicher, ne? Was haben wir denn jetzt hier? Achso, hier waren wir bei der Fruchtfarm. Sollen wir bestimmt Fruchtfliegen jagen, ne? Schwarzes Brett. Ressourcenknappheit. Energiezellen wollen die haben. Aber wir haben, was haben wir überhaupt? Haben wir was im Frachtraum? Ich glaube nicht, ne, oder? Oh, wir hätten sogar was drin im Titan- und Metall-Eisenschrott. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte die Karte wieder aufrufen und wir wollen jetzt hier entspringen. Obwohl, da könnten wir auch ein Tor nehmen, aber ach.
Und weg sind wir. Entschuldigung. Wollen wir hoffen, dass wir da was kriegen. Das wäre dann nämlich ganz nett. Da ist die Militärstation. Arzt ist breit. Ressourcenknappheit, Körperpanzerung wieder. Was haben wir hier bei der Waffenfabrik für Aufträge? Keine, da ist ja auch nichts dran. Hier könnten wir Geschütztürme bauen, ne? Eisenwracker. Aber das, was wir wollen, geht hier gar nicht jetzt. Und da müssen wir auch noch die Rohstoffe dafür haben, also bringt uns das jetzt gerade nicht weiter. Karte. In dem Bereich gibt es hier nichts. Mission Notruf, Mission Notruf, Mission Notruf. Gibt es ganz viele Notrufmissionen. Da kommen wir her. Fliegen wir dahin, um dann dorthin das zu kriegen. Sieht man kaum hier. Aber wir sind schon unterwegs. Ja, schauen wir mal. Irgendwann müssen wir ja mal einen Piraten jagen können, oder? In Hoffnung, dass wir mit diesem Schiff dann auch was reisen können, ne? Aber vielleicht basteln wir vorher noch ein bisschen was dran herum. So, dahin geht die Reise. Da ist auch eine Forschungsstation. Das ist schon mal dann ein guter Sektor. Hier war ja nichts Interessantes, oder? Handelsposten, Ressourcendepot. Nö. Der Hyperraumantrieb muss noch ein bisschen warten. Hier gibt's irgendwo was. Ist hier irgendwo was? Nein, das ist jetzt nichts. Ah. Kriegen das weiß angezeigt, das heißt, es muss hier irgendwo was sein. Da ist es. Ah, ich habe auch noch getroffen, ne? Sehr doof gelaufen, oder? Geheimversteck. Komm ich näher dran, ne? Öffnen. Geöffnet. Dreifachmaschinengeschützturm und Traktorstahl-Upgrade. Okay. Jetzt müssen wir den kaputt schießen. Würde mich jetzt interessieren, wenn ich den kaputt mache, ob ich dann auch den... Ach, toll, gerammt. Der ist aber weit geflogen, ne? Hallo? Bleib mal stehen. Na super. Ist er wieder so weit weggeflogen? Ich will den Container nur kaputt haben, um zu wissen, ob dann da oben das Signal weggeht. Also ist die Markierung. Ah, Alter. Da schießen wir an so ein kleines Teilchen und das fliegt wer weiß wie weit weg. Schiff schaut in die falsche Richtung, ja. Ich krieg's aber nicht so schnell hin. Das ist schon so weit weg wieder. Also es lohnt nicht hinterher zu gehen, weil wie man sieht, ist das Teil sowas von fix im All unterwegs, dass man den Abstand gar nicht hin
daherkommt. Naja, wir schießen ja auch da drauf und dann geht ja die Post ab, ne? Und kriegen wir das jetzt noch? Jetzt ist der Antrieb auch noch leer. Ja, super. Da kommst du noch nicht mehr hinterher dann. Jetzt muss man erst da Power drauf kriegen, dass wir hinterher kommen werden. Kann ja jetzt nicht mehr viel sein, oder? Das ist nur noch so eine einzelne Platte, ne? Ne, kriegst du nicht, brauchst du gar nicht versuchen. Alles klar, dann wissen wir das auch, dass das keinen Sinn macht, da hinterher zu gehen. Wir sprengen. Schade drum, aber ist halt so. Okay, dann schauen wir im nächsten Sektor. Hier war eine Forschungsstation auch bei, ein Ausrüstungsdock. Und? Forschungsstation links, Ausrüstungsdock rechts und Militärstation auch noch hier. So, dann fliegen wir erstmal da. Ah, da brauchen wir nicht fliegen, da können wir erstmal so vorbeischauen, ne? Schwarzes Brett, ressourcenknapper Kriegsroboter, haben wir auch nicht dabei. So, was habt ihr hier im Angebot? Ausrüstung handeln. Geschützkontrollsystem, aber von der Slot 2 kaufe ich. Andocken. Hatte schon Panik, dass ich dagegen knalle. So, Ausrüstung handeln. Kaufen wir. Hightech-Handelssystem. Wow. Kaufen wir auf jeden Fall auch. Waren 2. Verbessertes Handelssystem auch 2. Was ist das hier? Plus 1. Weiß ich jetzt nicht, aber kauf's mal. Das sind 2 simple, ne? Aber wir haben Forschungsstationen um die Ecke. Quantum Hyper Upgrade machen wir auch. Geschützkontrollsystem ist da ein 2 weitere. Bergbausystem. Gut, Waffen. Doppelschenk an Titan Bergbau Geschützturm, leider kein R. Dreifach Maschinengeschützturm. Also außergewöhnlich aus Eisen, nichts Besonderes, ne? Da ist nichts bei, wo ich jetzt sagen würde, nehmen wir. Gut, das bedeutet jetzt ab zur Forschungsstation. Da ist er. Fliegen wir da mal hin und gucken, was wir reinsetzen können. Das Schiff hier, das bremst relativ gut, ne, gegenüber dem anderen. Wo ist ein guter Dockingport? Hier irgendwo. So, dann wollen wir mal, ne? Forschen. Was haben wir denn als schlechtestes erstmal? Hier sind 2 und da sind es 3. Gucken wir, was da rauskommt. 2 bewaffnete, 2 unbewaffnete, ne? Da kommt auf jeden Fall ein grüner bewaffnete. Das ist schon mal cool. So, was haben wir dann da? Standardhandelssystem haben wir auch ein paar. Schade, dass da eins fehlt. Haben wir auch eins mehr. Hier haben wir 2 Bergbau. 4, 1 fehlt uns, ne? Oder? Ist keins dabei, oder? Ne.
Ist das hier? H ist Überbrücker. Überbrückung. Antriebsupgrade. C3-NPC-Detektor. Doppel-Eisenbergbau R. Kein R. Das mussten wir noch in unser Schiff wieder einbauen nachher. 2, 3, 4 leider. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Handelssysteme, die wir upgraden können. Da gibt es ein blaues wieder. So, leider fehlt uns eins hier. Was haben wir sonst noch Interessantes hier? Vier Geschütz und da ist das fünfte Geschützkontrollsystem bewaffnet. Gut, das kommt da rein. Achso, da ist noch eins. Dann gibt es wieder ein blaues. Waffen und Umwerfer des Slot 2, sehr gut. Da ist dann leider nichts mehr. Hier haben wir 4 und da ist das fünfte. Das hat ein plus 3 und das ist nur diese 2-2. Aber wir machen es trotzdem. Kriegen ein außergewöhnliches mit plus 3 raus. Sehr gut. Was haben wir denn noch so hier? Was ist das? Elektrohüllenpolarisierer. Handelssystem haben wir 2. C43-Detektor sind leider nur 4 da. Der fünfte fehlt uns noch. Das ist mir zu risky, dass ich wenn da noch einen reinstecken würde. Okay. Und da oben haben wir jetzt 2. Hier sind 5 Hightech-Handelssysteme. Da müssen wir dann ja noch ein exotisches rauskriegen, oder? Sehr gut. Aber Wirtschaftsübersicht, Galaxiekarte gibt es da auch nicht. Handelsgutensektor sind aber 4. Das ist schon mal richtig cool. Hier haben wir 3. Da haben wir 2 Geschützkontrollsysteme. Öffne Geschütze. Oder dafür 1 plus 4 unbewaffnet. Ah, das sind ja doch einige, ne? 1, 2, 3. Ich glaube, ich schmeiß dann die beiden da erst rein. Und hoffe auf Besseres. Ah, ne, da. 5, sehr gut. Da haben wir jetzt einen 5er und da haben wir einen 5er. Und wir haben ja auch noch, ne, da sind andere Geräte. Plus 10 bei Festinstallation muss ich mal machen, ne? Das bringt mir ja ganz viel. Ich glaube, das hatte der Thomas Stehler bestimmt schon erzählt und ich habe es wieder nicht gesehen. Aber wir kommen da ja gut voran, so ist ja nicht. Point Defense, Titan Bergbau, Titan Air Bergbau. Okay, das passt erstmal soweit. 2, 3, 4, leider nur 4. Tier, das sind 2. Ja, nur 2. Gut. Wenn ich jetzt nichts übersehen habe, dann sind wir erstmal durch, oder? Hier gibt es leider nur 4. Ist an mich gebunden. Ziel ist unklar. Hat kleine Lichtpunkte in einer Richtung. Scheint in Richtung des Konstruktionsortes zu zeigen. Kann vom Spiel aktiviert werden. Probier das Ding überhaupt nur ein Weg ist auszufinden. Achso, ich müsste es jetzt einbauen, ne? Ja, okay, ich würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.